Mal speichern. Und dann weitergehen. Also ja, nach da oben bringt mir mal nichts, weil da sind definitiv zu viele Elfen. Das Tor zum Roten Imperium. Die Orks haben es stets verschlossen gehalten. Selbst sie fürchten die Imperialen. Okay. Wir glauben, dass die weiße Priesterin nun den Schlüssel für das Tor besitzt. Ja, und Miratur ist eh das Tor verschlossen. Hier wäre ein Heldenmonument, wo wir Dunhan rufen könnten. Und hier ist Miratur, in das wir nicht reinkommen. Im Augenblick jedenfalls nicht. Oh, habe ich ja. Ja, ich habe Attributspunkte vergeben. Feuerdiener, vernichtet sie! Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Okay, und das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Damage. Haut über die anderen. Wir werden angegriffen! Vorsicht, Gegner! So, noch einer hart. Und ja, hier ist jetzt ein neues Widerstandslager. Die sind also, während wir in den Sturmfelsen waren, umgezogen. Immer willkommen, Freund. Ja. Jetzt können wir bei Ihnen ausfragen. Was wisst ihr über Grimm und Lena? Ich? Nichts. Ich bin nur ein alter Mann, ich interessiere mich nicht mehr für sowas. Ich meine über ihre Herkunft und Geschichte. Ach so, Lena kam damals mit Dunhan und Rehovis zu uns. Sie wurde in Tirganach von den Eiselfen in die Magie eingeführt und hat dort die beiden Runenkrieger kennengelernt. Sie ist ein gutes Mädchen und trägt ihr Herz am rechten Fleck. Dieser Grimm ist wohl ein alter Bekannter von ihr, so wie ihr auch. Er kam einen Tag, nachdem die Eiselfen die Stadt eingenommen hatten, zu uns. Lena brachte ihn bei uns unter und seit jenem Tag hat er mehr und mehr die Führung übernommen. Ich finde, er ist ein wenig zu hitzköpfig, aber Lena und den Leuten gefällt das. Kennt ihr die Sage vom Winterdrachen? Ha, wer kennt die nicht? Erzählt sie mir noch einmal. Der Winterdrache, das ist Arin, auch genannt der Frostweber. Als die Lande noch jung waren und die ersten Kinder der Götter das Weltenrund beschritten, da herrschten in den Lüften die Drachen und der mächtigste von ihnen war Arin. Er war die Essenz des Winters, wo er flog, gefror das Land zu Eis. Er zog über die Welt hinweg, suchend nach einem Gefährten, einem Geschöpf, das ihm ebenbürtig war,
Doch alles Leben floh vor seiner Kälte. Als sein eisiger Hauch Finonmir den großen Elfenwald erreichte, da zog Senwen, die letzte Königin der Elfen, aus, um ihn zu bitten, ihrem Volke Gnade widerfahren zu lassen. Allein in der gefrorenen Ebene sang sie zu sich selbst, um Mut zu finden. Der Drache vernahm hoch über den Wolken ihr Lied. Er stieg hinab und lauschte dem Gesang der Elfe. Diese Töne erwärmten zum ersten Mal sein immer kaltes Herz. Da bat er die Elfe, ihn zu begleiten und auf ewig an seiner Seite zu verweilen. So ergriff er Senmen und flog mit ihr nach Norden in seine Heimat. Er webte einen dichten Panzer aus Eis um sie, den wir heute den Gletscher des Frostwebers nennen. Dort, unter dem Eis, singt sie für ihn seit jenem Tag, während der Drache schläft. Den Elfen wurde für ihr Opfer im Gegenzug die Eismagie geschenkt und die Welt hatte wieder einen Frühling. Ja, letzten Endes verdanken wir es Senmen, dass die Völker und Reiche jemals existierten, denn sonst wäre alles Leben im Winter des Drachen erfroren. Ja, tolle Geschichte. Nur, dass Arin jetzt frei und schlecht gelaunt ist. Erzählt mir über dieses Land. Von Miratur habe ich ja bereits erzählt. Es gibt allerdings noch weitere Wege in andere Regionen. Im Nordosten geht es nach Frostfall, das eigentlich schon zu Fiara gehört. Erklimmt man dort die Berge, gelangt man nach Tirganach, ins Land der Eiselfen des Arin-Kultes. Im Osten der Stadt gibt es noch ein weiteres Portal, das gewöhnlich durch ein Tor verschlossen ist. Es führt in die Lande des Roten Imperiums. Kein Ort, an dem ihr euch aufhalten wollt. Selbst die Orks hielten das Tor immer verschlossen. Wisst ihr etwas über Tirganach? Das ist eine Stadt auf dem Frostwebergletscher, hoch in den Bergen von Fiara. Die Elfen, die dort leben, sind anders als die gewöhnlichen Waldelfen Fiaras. Sie sind Meister der Eismagie und leben nach strengen Regeln. Grimmig verteidigen sie den Gletscher und ihre Kultstätten. Viele glauben, sie seien keine wahren Diener des Lichtes mehr. Man berichtet, dass sie sich in der Schlacht um Fiara sogar gegen den Runenkrieger gestellt haben. Ihr glaubt also, dass sie gefährlich sind? Ich glaube, dass Macht den Geist verderben kann. Aber ich kann mir keine bösartige Elfe vorstellen, wenn ihr das meint. Ja, die Schlacht um Fiara gegen den Runenkrieger, das waren auch wir. Also in Order of Dawn. Das war, als wir die Dunkelelfe der Rune gesucht haben und ja, gegen Eiselfen gekämpft haben. Ja, berichtet über das Rote Imperium. Berichtet über das Rote Imperium. Shaldun, die brennende Stadt. Einst lag dort eine der größten Städte der Dunkelelfen, bis der Boden aufriss und einen feuerspeienden Berg gebar, der die halbe Stadt verschlang. Einige Dunkelelfen deuteten dies als Zeichen Zarachs, und so gilt ihnen die Stadt nun als sein heiligster Tempel. Die Dunkelelfen sind doch dem Nachtgott Nor verschworen. Diese Sekte aus Shaldun erkennt Nor zwar noch an, doch sie hält sich für auserwählt von Zarach. Sie studiert die Magie des Feuers und eifert danach, ihrem Herrn die anderen Lande in Flammen zu opfern. Wollen wir hoffen, dass das Tor auf immer verschlossen bleibt. Ja, er hat's ja schon verschrien. okay. Mehr hat er uns nicht zu sagen. Du da drüben hast uns auch nichts mehr zu sagen. Das ist ein Hinterhalt! Okay, der Kriecher war schwierig zu treffen. Oh, da ist noch was. Ja, noch ein Kriecher. Genau, und Grimm britzelt hier alles weg, was ihm vor die Nase läuft. Also ja, wir haben hier zwei Rebellenlager. Ja, zwei Rebellenlager, ein Orklager. Das ist ein Hinterhalt!
Wir haben alles hier getötet eigentlich. So, dann können wir uns ja in die Echosümpfe begeben. Also ja, nur noch Miratur selber, was von Elfen total unterworfen wurde, ist übrig. Das Portal nach Shaldun. Und ja, der Weg hier oben. Aber da waren ja keine Gegner mehr. Ja, ist eigentlich nur noch Miratur voll mit roten Leuten. Miratur Orklager, Portal. Gucken wir mal kurz, westlicher Sumpf. Na, viel deckt sich da nicht auf, schade. Also zurück in die Echosümpfe. Weil irgendwo da hinten, unten, hier in dem Gebiet hier, wo ich jetzt gerade gucke, waren ja auch noch Orks. Zu dem wir nicht hingekommen sind. So, ja, ich will da durch. Reovis! Lena! Bleibt fort! Geht, schnell! Das ist aber wir sind Freunde! Freunde oder nicht? Vorim der Schwarze hat meine Rune geraubt. Ich bin nun sein Werkzeug. Vorim, diese Sumpfschlange. Das ist ein Zauberer, der sich mit den Orks verbündet hat. Wir werden deine Rune zurückgewinnen, Reovis. Das verspreche ich. Das wird kein leichter Kampf. Orks sichern das Tiefland. Vorim hat sein Lager auf dem Fels weit im Osten. Ihr müsst durch das alte Flussbett... Ah! Was ist das? Du bist mein Runenknecht! Wie kannst du es wagen? Töte sie! Ich gebiete es! Wie ihr befehlt. Runenkrieger zu mir! Ja, das passiert, wenn man selber. Alarmiert die Orks! Schafft mir dieses Pack vom Hals! Ja. Gut, neue Quest. Die Echosümpfe. Reovis hat seine Rune an den Schwarzmagier Vorim verloren und steht nun unter dessen Kontrolle. Als ein Scherger bewacht er dessen Lager in den Echosümpfen. Erobert die Rune, sucht nach einem Weg zum Ostberg zu gelangen. Vorim hat sein Lager auf dem Fels im Osten der Echosümpfe. Der Weg dorthin führt durch unwegsames Sumpfland und wird von Orks bewacht. Vorims Lager scheint gut bewacht und wurde durch starke Tore gesichert. Es werden mehr als nur Truppen nötig sein, um den Berg und Vorim zu erreichen. Also ja, hier sind sogar Oger und so Zeug im Weg. Und ein Dunkelelfenmonument. Und ja, da ist Vorim, Stufe 10 sogar. Ah, gehen wir erstmal zu dem Monument. Da ist Aria. Bei Orks. Also ich aktiviere das Monument erstmal noch nicht. Oh, Orkgebäude und Orkgebäude und die Dunkelelfenrune. Gut, dass ich das Monument nicht aktiviert habe. Dann haben wir nämlich jetzt Stufe 3 Einheiten. Und Ork-Einheit neue. Oh, Kämpfer. Das ist schön. Dichter.